Gemütlicher hin hier, Manometer. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Soundeinstellungen, also das heißt ja in Soundeinstellungen, ich habe einfach an den Einstellungen meines Mikros ein bisschen gefeilt, damit es ein bisschen lauter ist und ich ein bisschen angenehmer reden kann und ihr das nicht so unglaublich leise hören müsst. Also ich habe es ein bisschen lauter hingekriegt. Ich habe ein bisschen versucht, das Rauschen rauszukriegen aus dem Mikro. Also ich habe da lange so in den Einstellungen gesessen und ja, wie gesagt, das Mikro ist einfach an sich schon nicht besonders gut, sorry. Aber ja, ich muss mir mal Neues besorgen. Aber momentan arbeite ich einfach mit dem, was ich habe. Und es ist halt völlig okay erstmal fürs Erste. Da sind wir wieder bei Silent Hill 2. Also würde ich sagen, ich schaue noch irgendwas nach hier, wie auch alles gut läuft. Ja, okay, also scheint alles zu laufen. Aufnahme ist gut, Sound läuft. Ja, ich würde sagen, dann springen wir einfach mal direkt wieder rein. Ich habe jetzt den Soundmix ein bisschen auch geändert, weil das Mikro jetzt wieder lauter ist, dass ich das Spiel jetzt auch lauter machen konnte insgesamt. Ich hoffe nur, ich versuche mal so ein bisschen parallel auf den Pegel zu achten. Ich hoffe nur, dass das. Ich probiere mal kurz was aus. Weil der Stream scheint ja jetzt nicht so mega gut zu laufen gerade. Das wundert mich aber. Ah, jetzt geht's. Okay, doch, ist behoben. Kein Problem. Ja, ich mache hier noch eben etwas Augenblick. Noch eben eine Sache loswerden im Hintergrund. So, und schon mal alles ready machen. Ich packe auch eben meinen Mail-Account in den Hintergrund. So, falls mir nämlich jemand das schreiben möchte. Kann nämlich sein, dass mir später jemand das schreiben will. Und so. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich habe mir schon Saft hier hingestellt. Ich habe auch gerade noch was gegessen. Ich war den ganzen Tag draußen, das heißt, ich bin jetzt auch angenehm müder Bock drauf. Also kann eigentlich direkt losgehen. Ich muss nur in meinem Kopf erstmal wieder durchgehen, ob ich auch wirklich alles gemacht habe. Jetzt fühle ich mich immer so unvorbereitet. Also, wir waren hier in diesem Krankenhaus voller twitchender Krankenschwestern, Medikamente, Nachrichten über selbstmordgefährdete Patienten, die alle mit J anfangen und männlich sind, so wie unser Hauptcharakter James, den wir spielen. Wir laufen mit einer Frau gemeinsam durch die Gegend, die unserer Ehefrau, die gestorben ist, unfassbar ähnlich sieht und jagen einem kleinen Mädchen hinterher, was angeblich hier irgendwo sein soll, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, genau. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Map gucken und sowas. Genau, in dem Document Room war ich nämlich noch gar nicht drin. Ist mir vorhin aufgefallen, hier nämlich. Nämlich ich. So, schauen wir uns nochmal hier um. Different types of papers and documents, but there's nothing of interest for me. Dasselbe. Was haben wir denn hier in der Schreibmaschine? Something's written on it. Geil. Hoffentlich ein neuer Alan Wake-Roman. The potential for this illness exists in all people and, under the right circumstances, any man or woman would be driven like him to the other side. The other side perhaps may not be the best way to phrase it. After all, there's no wall between here and there. It lies on the borders where reality and unreality intersect. It is a place both close and distant. Some say it isn't even an illness. I cannot agree with them. I'm a doctor, not a philosopher, or even a psychiatrist. But sometimes I have to ask myself this question. It's true that to us his imaginings are nothing but the inventions of a busy mind, but to him there simply is no other reality. Furthermore, he is happy there. So why, I ask myself, why in the name of healing him must we drag him painfully into the world of our own reality? Something else is written by hand. I got the key from Joseph. It's probably the key to that box. Ah, so eine Keycard. I got the purple bull key. Okay. Ja, das passt zu meiner These. Ne? Das passt zu dem, was ich gestern meinte. Mit, von wegen, dass das hier vielleicht so eine Art Limbo oder Psychose ist. Irgendwas, das er aufbearbeitet, der Hauptcharakter und sowas. Ne? Wahrscheinlich wegen dem Tod seiner Frau. Und Silent Hill vielleicht als diesen Limbo, diese Zwischenwelt sieht.
A bull is drawn on it in purple. It was on the desk in the document room. Combine. Warte mal, das kann ich kombinieren, aber womit? Ich verstehe die Combine-Funktion nicht. Ich kann auf Combine drücken, aber dann kann ich nicht auf eine andere Funktion drücken. Das wirkt ein bisschen eigenartig. Ich habe das jetzt nämlich noch nicht verstanden, wie ich denn Sachen combinen könnte. Naja, gut. Das haben wir auch. Dann schauen wir nochmal. Also Document Room, da haben wir gespeichert. Ich glaube hier unten links, gegenüber vom Restroom. Ich glaube, hier hatten wir so einen Schlüssel gefunden, mit dem wir jetzt vielleicht da rein konnten, was wir, glaube ich, nicht ausprobiert haben, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Und ich sehe gerade hier unten rechts, wir sind gar nicht in die, wir haben gar nicht versucht, in die Kitchen zu gehen und sowas, ne? Also die Tür können wir scheinbar noch ausprobieren. Und hier gegenüber von der Doctor's Lounge ist scheinbar auch eine Tür. Ja gut, also ein paar Türen haben wir noch, die wir abklappern können. Ich fühle mich nur in den Safe Rooms, also hier in so Räumen, wo man speichern kann, fühle ich mich nur immer so sicher. Ich habe da mal gar keinen, ich habe wirklich an gar keinen Bock weiterzulaufen. Das muss bei der Mal doch gar nicht sein. Nochmal kurz zur Orientierung. Ja, okay. Wenn man hier immer so im Kreis läuft. Nochmal vorsichtshalber alle Türen ausprobieren. Das ist auch broken und auch broken. Und auch broken. Das waren jetzt alle, ne? Genau, zu, da kommen wir niemals rein. Also ab zur Kitchen. Aber habe ich echt die Tür hier hinten nicht ausprobiert? Ach so, konnte ich nicht, weil die verbarrikadiert ist, genau. Das heißt, wir können höchstens von der. Ich wette, wir können von der anderen Seite. Können wir wahrscheinlich hin. Okay, aber irgendeine Tür hatten wir doch noch. Genau, geradeaus und links, okay. Also hier hinten durch war ist wohl noch eine Tür, die hier. It's locked. Jetzt kommt wieder dieser Sound. Ne, genau wie gestern. Also immer wenn man versucht durch diese Tür hier zu kommen, dann kommt dieser komische Monster-Sound. Wahrscheinlich sind da Viecher hinter oder so, das soll uns irgendwie warnen, ich weiß es nicht. Ja, cool, kommen wir. Also das ist cool, für Scheiße, wir kommen da immer noch nicht rein. Ja, ich wette, durch diesen ganzen linken Part da hinten kommen wir wahrscheinlich durch den Garten. Da steht ja Garden. Können wir bestimmt von draußen irgendwie rein oder so. Ja gut, wir hatten so einen Schlüssel gefunden. Dann lass uns doch in der. Was hatten wir in der zweiten Etage? Da in der zweiten Etage oben links, das ist ein Raum mit irgendwas mit E. Da könnten wir noch hingehen. Die anderen Räume haben wir euch alle besichtigt, wie es aussieht. Ja, genau. In der dritten Etage waren wir noch gar nicht. Die habe ich mir erstmal gespart und auf dem Dach waren wir auch noch nicht. Ja, dann lass uns doch die Tür da hinten benutzen. In der zweiten Etage. Und dann gucken wir da einfach weiter. Genau, hier war, glaube ich, der Flur. Das Treppenhaus. Whatever. Und genau. So, da. Ich war gerade voll verwirrt, ich war gerade so, hä, bin ich hier richtig? Oder? Genau, hier haben wir jetzt zum Glück schon die Viecher besiegt, ne? Da unten blutet schon wieder was. Ja, sehr schön. Durch die Tür und dann durch und dann irgendwo rechts ist dann wohl diese Tür. Okay. Sorry, das merke ich mir jetzt immer wieder nicht. Ah ja, genau, doch, ich bin richtig. Warte, hier bin ich jetzt reingekommen und hier, ne? Genau, hier haben wir die Bitch erledigt. There's a cover over the elevator's call button. It's locked and I can't get it open. All the
Core-Button. Ist das der die Tür? Ach, das bedeutet das E, Elevator, genau. Ja, gut, das macht Sinn. Dann versuche ich mal mit einem meiner Sachen, mit einer Sache aus meinem Inventar diese Klappe aufzukriegen. Und wenn das nicht klappt, gehen wir in die dritte Etage und schauen uns da mal um. Und zwar haben wir doch, wir haben noch Stuff dabei. Hier, wir können das Messer benutzen. Ne, kann Uses hier, was hiermit? Auch nicht. Das macht auch keinen Sinn. Den Draht habe ich, glaube ich, schon ausprobiert, genau. Die Sachen sind nur Waffen, die können wir nicht benutzen. Irgendwas nicht für sowas. Oder muss man Combine? Ah, achso, ich muss wieder raus und dann kann ich sagen, so, this combination doesn't make any sense. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht, aber wer weiß, ja gut, okay, das ist also nicht der Weg. Okay, dann gehen wir mal zurück. Genau, hier ist noch eine Tür. Die bringt uns aber nichts. Ja, dann gehen wir mal in die dritte Etage, wo wir noch gar nicht waren. Das heißt, schon wieder voller Monster wird. Ah, fuck. Genau, komm mal ein bisschen mehr zu mir. Ich mich wirklich mal vor sich stellen. So. Ja. Ah, da. Ich hoffe, es ist nur eine. Na, geht ruf, Kleine. Geht ruf. Schön weiter draufhauen. Okay. Okay, das hätten wir erstmal. Oh Mann. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, da kommen wir so später hin. Hier sind wir reingekommen. Genau, dann probieren wir mal die hier. Ah, okay. Ah, die Codes. Ja, Moment. Ja, warte. Da hatten wir gestern doch Codes gefunden. Die müssen wir in den Memos haben. Da. Number written on whiteboard. Third floor, patient wing hall 7335. Ja, wir sind ja im dritten Stock, ne? Also. Klicken wir doch mal drauf. 7335. So, ich möchte aber noch nicht da reingehen. Ich schau erstmal. Ja, weil hier ist ein ganzes Quartier jetzt. Wenn ich hier reingehe, da sind, boah, es sind 14 Räume, 15, 16, 17 mögliche Räume, 18 sogar, wenn man die Restrooms sieht. Gut, wir gucken erstmal hier rechts. Eine Special Treatment Room, da kommen wir jetzt nicht rein. Ich gucke erstmal rechts um die Ecke, bevor ich da reingehe. Weil, Alter, die ganzen Räume können wir uns alle angucken. Boah. Nee, das muss ja echt nicht sein. Ah, sehr schön. Wie gesagt, ne, ich freue mich über jede Tür, die ich nicht betreten muss. Okay, guck da hin, weil da ein Medikit ist, ne? Ja. Genau. First Aid Kit nennen sie es natürlich, aber ich nenne es Medikit, der Einfachheit halber. Genau, Elevator doesn't work. Gar kein Problem. Hier ist alles verbarrikadiert, aber ist hier denn Stuff, den ich gebrauchen könnte? Nein. Was ist das hier? Scheinbar nichts von Belang. Die Tür geht auch nicht auf. Das war's schon, ne? Ja, geil. Guck mal hier, können wir uns alles sparen.
Haben nun ein Medikit gefunden. Sehr schön. Können wir gut brauchen. Ja, dann hier rein. Ich möchte das Reflex immer speichern vorher. Immer so schnell speichern oder sowas gibt's ja nicht. Ah, ich wollte gerade sagen, ist doch bestimmt irgendwie wieder so eine Bitch. Okay, das ist wieder eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Komm her. Die lassen sich ja von Licht anlocken und ich lock die einfach direkt zu mir mit dem Licht und hau die direkt kaputt. Dann haben wir, sind wir die direkt los, weil sonst nervt mich das die ganze Zeit, die im Nacken zu haben. Man kann wohl auch an denen vorbeischleichen, aber warum sollte ich das tun auf so engem Raum? Das ist völliger Quatsch. Gut, dass meine Stange so lang ist. Zack. Und jetzt nicht aufhören drauf zu kloppen. Ein bisschen näher. Zack. Bisher haben wir immer Glück gehabt, dass wir nur einen Gegner gleichzeitig bekämpfen mussten. Ah, sehr schön. Ich sehe, mein Pegel ist ein bisschen, geht er in den roten Bereich, manchmal, wenn es so laut ist. Ich hoffe, ich übersteuere da nicht zu stark. Wenn doch, dann sag mir bitte Bescheid, dann kann ich den Pegel nämlich noch ein bisschen runterziehen. Ach, wobei, Quatsch. Ich mache das mal eben vorsichtshalber. Ich mache das Spiel mal ganz kleines Stückchen leiser und ich mache mich mal ganz kleines Stückchen leiser. So, ist jetzt wirklich minimal, also... So, dann gehen wir mal weiter. Also, hier haben wir Zimmer 1. Können wir nicht rein, sehr schön. Auch kaputt. Wir haben jetzt auch keinen Raum übersehen hier am Anfang, ne? Genau. Ach, guck mal da, hinter mir ist noch der Day Room. Da habe ich noch nicht ausprobiert. Und it's broken! Nice. Das freut mich. Ich möchte nämlich so schnell wie möglich wieder raus. Wie gesagt, ne? Draußen rumrennen macht Spaß, ist schön atmosphärisch, aber drinnen schrecklich. Also egal wo man ist, schrecklich. Oh Gott, im Patientenraum. Ich habe meine Waffe bereit. Ah, okay. James. Wait a minute. I'm kind of tired. It's just a hangover. You should rest. So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Okay, jetzt lassen wir die einfach hier liegen in so einem alten Patientenraum. I got the roof key, yes! Boah, aufs Dach möchte ich gerne. Ich bin sehr gespannt, was da ist. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie Bock auf, auf das Dach. James, I want to ask you something. What if... What if you can't find Mary? What will you do? I haven't thought about that. Kann ich sie nochmal ansprechen? Ja. I'll be okay soon. Did you find Laura? Okay, dann lassen wir sie mal sich hier ausruhen. Ich finde das so doof. Wie gesagt, ich habe mich ja gestern sehr gefreut, dass wir endlich mal jemanden bei uns haben, der mitkommt, aber... Ich hoffe einfach, dass sie in diesem Raum wenigstens sicher ist. Und jetzt sind da nichts... passiert oder sowas, ne? Also ich hoffe, die kann jetzt einfach da auspennen. Wie gesagt, ich vertraue ja auch nur so halbwegs. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar zu schön ist, um wahr zu sein in gewisser Hinsicht. Oh. Was haben wir denn da? There's something stuck in the drainage pipe. The hole is too small. I can't get my hand inside to reach it. Maybe if I had a long, narrow tool of some kind. Ah. Jetzt kommt bestimmt dieses Stück Nadel
It isn't long enough. Okay. Deswegen muss ich das kombinieren. Genau. Ne? Hier steht ja combine. Okay, dann muss ich das kombinieren mit irgendetwas. Ne, das kann ich jetzt nicht nutzen. Dann muss ich das kombinieren. Wahrscheinlich mit einem Draht oder sowas, mit irgendeinem Stück Seil oder so. Wahrscheinlich irgendwie so eine Angel mir bauen. Aber ich probiere es trotzdem aus Prinzip mal aus. Den Schlüssel zum Beispiel kann ich kombinieren. Macht keinen Sinn, sagt er. Ja gut. Wenigstens haben wir es ausprobiert. So. Sonst ist hier nichts, ne? Okay. Die meisten waren jetzt, die waren jetzt alle zu, ne? Okay, sehr gut. Und schon die Hälfte der Räume haben wir schon hinter uns. Raum Nummer 8. Ich kann diesen... Ich kann es wieder nicht rufen, oh Gott. Ah, da, ich sehe sie. Oder S. Komm her! Hacken wir wieder drauf, wie blöde. Ja. Das wär's. So. Ja, also die Viecher verkloppen ist eher repetitiv und fühlt sich ein bisschen komisch an, als jetzt wirklich spannend, aber naja. Ach. Neuer Speicherpunkt und ein Health Drink, sehr schön. Ja, dann nutzen wir den nochmal. Zack. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was das für ein rotes Ding ist. Also für so ein rotes Stück Papier oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Oh. Ja, so. Okay, weiter geht's. Ist scheinbar irgendetwas, was sie mental... vielleicht sicher fühlt, dieses rote Stück Papier in irgendeiner Form, weil er ja damit wortwörtlich saved. So, und jetzt der letzte Patientenraum. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay. Da steht was dran und da ist was auf dem Bett. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Louise, I take care of you forever. It's my destiny. Dass das forever, dass die 4 daraus geschrieben ist, ist hoffentlich nicht einfach ein Rechtschreibfehler, weil es ein japanisches Spiel ist, sondern bestimmt ist das ein Hinweis, ne? Irgendwas mit 4. It's my destiny. Okay, schauen wir uns mal das hier an, was auch immer es ist. Ach du Scheiße. Da sind wie viele Schlösser dran? 1, 2, 3 und 4 vielleicht? Meinen die das damit? Okay, also Codes müssen wir hier scheinbar eingeben und ich glaube diese Schlüsselkarte, warte mal. Ich probiere es mal durch. Und zwar, also wir haben ja diese Schlüsselkarte hier gefunden, die Purple Bow Key. Benutzen wir die mal. Zack. Schon mal eins offen. Da können wir was eingeben. Hier können wir auch was eingeben. Okay, okay, okay. Augenblick. Dann schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben Lapis Eye Key. An Eye is carved in the top of a key. Können wir das verwenden? Ah. Da waren es nur noch 2. Okay. Das ist die am krassesten geschlossene Truhe, die ich je gesehen habe. Roof Key können wir bestimmt nicht benutzen, also offensichtlich nicht. Den Draht? Nee. Okay, dann gucken wir mal die Memo.
Wir haben noch irgendwas, hatten wir noch hier mit von wegen der Codenummer. I know it now, the number of the box 9469. Genau, das ist wahrscheinlich das Drehschloss, glaube ich. It can't help him anymore, the button key doesn't scare me, so nobody can stop who I am. I don't know who I am. Is who I am, is who I am, is. 9469. Okay. Probieren wir es mal mit dem Drehschloss zuerst aus. Nein, four, six. Und nein. So offensichtlich nicht, dann muss es das hier sein. Nein, four, six. Nein. Sehr schön. Okay, dann brauchen wir nur noch die Nummer von diesem Drehschloss. Da stand ja was mit 4 Destiny 4. Vielleicht sind es alles tatsächlich nur 4, nur so ganz simpel. Wenn nicht, ist bestimmt ein anderer Hinweis. Ne. Okay, also wir haben noch ein Schloss, das wir wieder mit einer Zahlenkombi lösen müssen. Key to a roof. Use, genau. Ich habe jetzt auch nichts, was ich hier näher angucken kann, ne? Aber manchmal hat man so Gegenstände, die man sich näher angucken kann, also wie hier, Examen. Und dann sind da manchmal noch so kleine Hinweise drauf. Was denn hier zum Beispiel? The blade is stained with something red. Ja, Blut wahrscheinlich. Ach Quatsch. Ich wollte nochmal in die Memos gucken. Also die Nummer haben wir jetzt schon benutzt. Louise ist das, was an der Wand stand, ne? I take care of you forever, it's my destiny, Louise. Das hatten wir gerade. Die Nummer auf dem Whiteboard hatten wir auch. Doctor's Journal. Das haben wir gestern gelesen. Ne, das haben wir gerade gelesen, genau. Ist aber keine Nummer. Ah, warte, da stand was mit einer Box. Warte mal, ich lese das nochmal. The potential of this illness exists in people's minds, bla bla bla. I am not a philosopher or even a psychiatrist, genau. Vielleicht ist das für ihn doch alles Realität und sowas, ne? Darum sollten wir ihn also schmerzhaft aus seiner Fake-Realität, aus seiner Welt rausziehen, wenn sie ihm doch so glücklich macht, fragt er dann. Und dann, genau, I got the key from Joseph, it's probably the key to that box. Ach so, okay. Ja, den Schlüssel haben wir schon benutzt. Zu der Box, genau, okay. Patient Record, das haben wir gestern gelesen, das waren die ganzen Patienten, die auf verschiedene Weise gefährlich sind oder eine Gefahr für sich oder andere dargestellt haben. Okay, also haben wir jetzt keinen Hinweis. Wir haben aber, und das ist nämlich der springende Punkt, weshalb ich da jetzt nicht aufgebe, also weshalb das jetzt gar kein Problem ist, dass wir es jetzt noch nicht öffnen können. Wir haben ja jetzt den Schlüssel zum Dach. Und hier jetzt auch alle Türen abgeklappert, ne? Genau. Ach nee. Ah nee, Raum 9 war, da lagen, waren, glaube ich, so Matratzen vor. Da konnte man, glaube ich, nicht vorbei. Guck jetzt nochmal. Und dann gehen wir, jetzt haben wir nicht die Schlüssel zum Dach. Wahrscheinlich ist auf dem Dach nämlich dem, was wir hier brauchen. Das ist die 10. Das ist die 9. Jetzt habe ich aber alle, ne? Ja, okay. Genau, ja gut. Dann gehen wir mal aufs Dach, ne? Zack. Genau. Achso, da ist die Tür. So. Roof Key. Jetzt bin ich gespannt. Ach, es ist jetzt so dunkel draußen, seit wir reingegangen sind. Wann ist das denn passiert? Kann ich verstehen, warum die
Maria plötzlich so müde ist. Oh nee, du schon wieder, du Penner. Aua. Digga, nein. Okay. Ich gehe einfach mal jetzt direkt durch die Türen. Ich bin gerade ein bisschen... Boah, so viel Blut, krass. There's something written on the wall. Wetten, das ist die Nummer. 9191. Turn, turn, turn. The numbers better not forget them. So I'll write them down here. The other one, my secret name. Ja, 9191, okay. Nice to know. Something's written on the wall, genau. If Joseph looks calm, he can be taken out of a cell. Das hat der Doktor dann geschrieben. Ja, jetzt bin ich nur, jetzt frage ich mich natürlich nur Hochfalztaste. Hoffentlich war es jetzt, also war es jetzt nur ein Setback, damit ich die Nummer finde. Wenn ich jetzt an dem Areal, wo ich vorher nicht war, hat er mich jetzt da runtergehauen. Ja, ich bin auf der anderen Seite der Tür, tatsächlich. Ja, das ist ja fast schon praktisch. Der Grund, warum ich das so pragmatisch sehe, falls das jemanden wundert, ist, dass unser Hauptcharakter da jetzt so ziemlich gar nicht drauf reagiert hat und deswegen wirkt das für mich jetzt auch relativ so wie, ach, er hat jetzt auch keine Schnittwunde oder so am Körper, also scheint das okay zu sein. Ja, nice, erstmal die Nummer gekriegt, cool. Erstmal die Nummer klar gemacht. Okay, die Tür ist auch broken. Aber geht die Tür jetzt von innen auf? Now it's unlocked, okay. Ja dann. Ja, danke, Pyramid Head. Dann ist er ja eigentlich... Also ich meine, fassen wir mal zusammen. Das erste Mal, als ich ihn getroffen habe, das habe ich nicht aufgenommen. Das war am Anfang des Spiels. Wie gesagt, den ganz am Anfang, den Einstieg habe ich jetzt noch nicht aufgenommen. Mache ich vielleicht am Ende der Vollständigkeit halber oder so. Aber beim ersten Mal haben wir gesehen, wie er irgendwelche Dämonen vergewaltigt hat. Oder besser gesagt, versucht hat zu vergewaltigen, weil... Soweit ich das jetzt gesehen habe, hat es nicht so richtig geklappt, aber es ist halt ein altes Spiel, also es ist auch so ein bisschen so dieses, wie sagt man, könnte sein, dass es einfach nicht explizit genug animiert war, weil es damals nicht so gut ging und er hat sie vergewaltigt, oder es ist wirklich symbolisch für, er kriegt keinen hoch. Könnte beides sein, so wie ich das sehe. Da haben wir ihn gesehen, unser Hauptcharakter James hat sich in einem Schrank versteckt. Das Vieh kam auf ihn zu, also hat er drauf geballert und der Pyramid Head ist einfach so, ja, leck mich doch, so und ist einfach weggegangen und sowas. Und, einfach, und dann denkt man so, okay, also hat jetzt nicht auf uns, also hat jetzt nicht versucht umzubringen. Also, das war das erste Mal, wo wir ihn getroffen haben. Beim zweiten Mal, als wir den Pyramid Head getroffen haben, war ja dieser Raum, wo ich dachte, das wird ein Bosskampf, aber dann war ja der Witz, dass man eigentlich nur, keine Ahnung, lange im Kreis rennen musste und sowas und konnte nichts machen und ihn nichts anhaben. Bis dann diese Sirene ertönt hat, ne, diese Luftabwehr-Sirene, ne, die kommt, wenn Bombenflieger kamen und sowas, ne, so ein bisschen wie in dem Film und sowas, ne, und da ist er abgehauen und dann war der Kampf einfach vorbei, also technisch gesehen war es gar kein Kampf. Jetzt sind wir aufs Dach gelandet, er haut uns runter und tut uns damit quasi einen Gefallen, also ist so ein bisschen die Sache so, ja, okay, ist er gar nicht... Unser Feind? Ist Pyramid Head unser Freund? Haben wir ihn nur missverstanden? Sind wir eigentlich alle Best Buddies? Wer weiß. Das finden wir wahrscheinlich später raus. Wie gesagt, wenn der Pyramid Head symbolisch für etwas ist, was mit James zu tun hat, unserem Hauptcharakter, dann würde es mich ja auch gar nicht wundern, wenn es so wäre. So,
Jetzt können wir die Box nämlich öffnen. Nehme ich mit der Kombi, die ihr euch hoffentlich auch gemerkt habt, nämlich 9, 1, 9, 1. Und wir haben es geschafft. Okay, was haben wir da? There's nothing inside the box. No, I'm wrong. There are a few hairs inside. I got a piece of hair. Okay. Ich guck, ich drück nochmal. Wahrscheinlich ist da jetzt wirklich, da ist einfach nichts drin, ne? Ja. Piece of hair. Wenn das sich jetzt rausstellt, dass das. Oh! Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Leben. Ich sollte mal hier einen Health Drink nehmen. Ah, nehmen wir noch einen. Ja, so ist besser. Long brown hair, it was in that box. Kombinieren mit Draht. It looks like I can't use that here. Ah, okay, super cool. Das heißt nämlich, dass wir damit mit den Haaren und dem Stück Draht können wir nämlich was auch immer in diesem einen Rohr drin war rausfischen. Aber erstmal speichern wir hier. Einfach nur, damit wir nichts davon nochmal machen müssen für den Fall. Okay. Ja. In welchem Raum war das denn nochmal? Raum 3? Ich glaube in S. Nee, in S3 ist Maria. Shower Room, genau, da war das. Da gehen wir jetzt hin zum Shower Room. Okay, also jetzt kombinieren wir den Kram und benutzen es. Yes! Aha. Was haben wir denn da? Ein Elevator Key, ja. Damit können wir wahrscheinlich eine Klappe öffnen, ne? Ja, cool. Ja, aber das meine ich halt, ne? Das ist wieder eins von diesen obskuren, ich nenne es jetzt mal Japano-Rätseln, die es halt in solchen Japano-Spielen ja immer sehr gerne gibt. Elevator Key, jetzt können wir den Aufzug benutzen. Genau. Aber es ist halt wieder so ein weirdes Rätsel. Jetzt haben wir diese krasse Box geöffnet, die ja scheinbar diesem Joseph, diesem Patienten gehört hat. Und was ist da drin? Ein paar braune Haare. Und die sind dann sinnvoll für uns, für etwas, was mit dieser Box ja nichts zu tun haben kann eigentlich. So, jetzt schauen wir mal, in welche Etage wir fahren. Ja, sorry, da habe ich nämlich kurz vergessen, in welcher Etage wir sind. In der dritten Etage sind wir. Dann fahren wir mal. Ja, keine Ahnung, wo sind wir denn hin? In die zweite Etage. Da gibt es ja nichts mehr, was wir erkunden können, ne? Genau. Ja, auf dem Roof waren wir gerade, ne? Da würde ich aber gerne noch mal hin. Vielleicht liegt hier noch irgendwas Sinnvolles, was ich jetzt übersehen habe, weil mich ein Pyramid Head runtergeballert hat. Das ist halt die Frage, ne? Soll ich jetzt wieder aufs Dach oder ist das eine blöde Idee? Ist er noch da oben? Öffnen wir mal die Türen nochmal. Genau. Also, jetzt sind wir immer noch auf der dritten Etage, ne? Oh, warte. Die Tür hier habe ich gar nicht ausprobiert, ne? Ja, okay, it's broken. Ja, ich gehe nochmal aufs Dach. Oh, falsch. Und wenn auf dem Dach nichts ist, dann steigen wir in den Aufzug und fahren in die erste Etage. Wobei ich nicht weiß, was mit der ersten Etage gemeint ist, weil, wenn das einfach das Erdgeschoss ist, wo wir gestartet sind, dann, wüsste ich nicht, wie sinnvoll das ist.
Da liegt ja noch was. There's something on the floor. Is this a diary? Haha. Da hat sich doch gelohnt. May 9th. Rain. Stared out of the window all day. Peaceful here. Nothing to do. Still not allowed to go outside. May 10th. Still raining. Talked with a doctor a little. Would they have saved me if I didn't have a family to feed? I know I'm pathetic. Weak. Not everyone can be strong. May 11th. Rain again. The meds made me feel sick today. If I'm only better when I'm drugged, then who am I anyway? May 12th. Rain as usual. I don't want to cause any more trouble for anyone, but I'm a bother either way. Can it really be such a sin to run instead of fight? Some people may say so, but they don't have to live in my shoes. I may be selfish, but it's what I want. It's too hard like this. It's just too hard. May 13th. It's clear outside. The doctors told me I've been released, but I've got to go home. R.A. The diary ends here. There are no more entries. What was the diary doing up here? Das ist eine sehr gute Frage. Interessanterweise, was einer dieser Patienten scheinbar da reingeschrieben hat in dieses Tagebuch, sind tatsächlich Gedanken und Dinge, von denen ich weiß, dass manche Patienten aus persönlicher Erfahrung, ich werde jetzt aber nicht sehr viel mehr darauf eingehen, wo ich weiß, dass es Patienten gibt, wenn es um Depressionen, Selbstmordgedanken und ähnliches gibt, die tatsächlich sich so fühlen, wie es auf der Seite beschrieben wird, ne? wo die sich selber einreden, dass sie schwach, pathetisch sind und dass sie es verdient haben und solche Sachen, ne? Und sowas. Also das sind wirklich so Sätze, die habe ich von solchen Leuten schon gehört oder von anderen mitbekommen. Wie gesagt, ne, ich glaube immer noch, dass unser Hauptcharakter James selber mal Patient war. Oder das vielleicht auch mit seiner Frau zu tun hat. Wobei, nee, also seine Frau ist ja scheinbar an irgendeiner Krankheit verstorben. Die war jetzt nicht in der Psychiatrie, soweit ich das verstanden habe. Jetzt benutzen wir den Aufzug mal. Aber ich wette, dass er in Psychiatrie in Behandlung musste. Ob er jetzt in der Anstalt war, weiß ich nicht. Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Ach so, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Tür, ne? Oder? Ja, genau, hier haben wir dieses Geräusch gehört. Okay, dann. Oh, was ist denn da vorne? Okay. Also, ist eine Bank. Okay, Waffe bereithalten. Okay. Nichts da. Sehr schön. Noch mehr Bullets. Die können wir sehr gut gebrauchen. Und was ist das? Shotgun. Bullets können wir auch sehr gut gebrauchen. Ich habe bisher nur einmal geschossen gegen den Pyramid Head, was natürlich alles andere als effektiv war. Aber, naja, immerhin. Soll ich noch eine? Ja, wenn da oben der Status, ne, der Statusbildschirm, das soll, glaube ich, halt unsere Lebensenergie sein. Und der flackert immer noch so, deswegen nehme ich jetzt nochmal Health. Guck mal, jetzt soll ich jetzt grün, das ist, glaube ich, positiv dann, ne? Ja, ich habe hier noch diese großen First Aid Kits, die noch bessere Heilung bieten. Dafür habe ich auch noch 8 Stück, also ja, können wir also gut nutzen. Ja, dieses komische Atmen. Ich habe immer ready die Waffe in der Hand, wenn ich in einen neuen Raum komme, weil, keine Ahnung, man weiß nicht, was... Ach, das Kleine!
Der ist tatsächlich die beste Sprecherin im ganzen Spiel bisher. Alle Sprecher sind ja immer so ein bisschen so semi-gut, aber dieses Mädchen, die finde ich richtig gut, muss ich echt sagen. Die klingt sehr viel natürlicher als die anderen. Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. Kommt jetzt mit uns. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, there's something I gotta get. Later, okay? But it's really important. What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes. Geh mit. Lass die bloß nicht in den Augen. Come on, hurry up. Is it in there? Jetzt wirkt es in eine Falle. Yeah, in the back. Oh nein, die verarscht uns. What are you doing, Laura? It's further back in the desk. Oh, ey, James, du bist so dumm. Du bist so ein Idiot, Junge. Ja. What are you doing? The hell? Ha, I tricked you. Open the door, Laura. What should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Please. Laura? Okay. I guess I won't open it. I think I'll just leave you like this. Ugh. Wieso beleidigst du denn das Kind? Bist du doof? Oh fuck, Alter. So, ich hau dir auf deine scheiß Fresse. Aua. Wie viel Leben ziehen die mir denn ab? Ist das schon gefährlich? Das kommt mir nämlich nicht so vor. Das wird gar nicht so brutal. Ah, scheiße. Bringt das, was ich tue, irgendwas? Ich habe so Kreaturen, die so auch wortwörtlich ins Bett gefesselt sind, wie es aussieht, ne? Mit ihren Füßchen. Das sieht ja eh fast schon süß aus, muss ich ehrlich sagen. Guck, was für kleine süße Füßchen die haben. Ach so, die ziehen mit den Füßen und da sind so Münder unten, die dann einen beißen oder was?
keine Ahnung, ob das was bringt, auf diese einzuschlagen. Ja, ist ja gut. Warte, ich will zu dem Schrank laufen, aber irgendwie visiert er jetzt diese Viecher an. Ja, okay, das bringt nichts. Ich hoffe mal weiter auf die einen, das muss ja irgendwas bringen irgendwie, oder? Aua! Ach, habe ich hier einen erledigt, oder was? Ist das echt nur so ein Rumgefuchtel? Aua! Fick dich! Boah, mein Daumen bricht schon ab vom Drücken. Komm! Zack. Zack. Hä? Ach, jetzt ist es lebensgefährlich. Okay. Gut zu wissen. So, reicht. Ja, ich hoffe mal weiter drauf. Also der eine scheint ja erledigt zu sein. Ja, du blödes Scheiße. Was soll ich denn sonst machen? Hä, kommen jetzt noch zwei? Oder ist das ein Schatten? Ach, jetzt habe ich zwei erledigt und es kommt noch einer. Oh, leck mich doch. Ja, ist ja gut. Ja, ich kann nichts machen, außer da so blöd rumzufuchteln. Das ist, also, ich könnte auf die ballern, aber warum soll ich meine wertvolle Munition verschwenden, wenn ich die einfach wie so eine Pinata verprügeln kann? Das ist einfach eine Pinata mit süßen Füßen, sind das einfach. Aber ich wette, das bedeutet wirklich irgendwie sowas Symbolisches wie, ne, dass sie dann ins Bett gefesselt war, seine Frau wahrscheinlich, ne? Ich meine, dass der Mund unten ist, wo, keine Ahnung, zwischen den Beinen, ne, wo die Vagina war. Das ist bestimmt irgendwie was Symbolisches. Wobei all der Symbolismus, der scheinbar seine Frau angeht, meiner Meinung nach ja eigentlich wirkt, als ob er sie nicht leiden könnte. Weshalb auch die Frage von Maria, hast du deine Frau, oder hast du deine Frau gehasst? Ja, irgendwie gerechtfertigt scheint, ne? So, eins, zwei, zwei reichen nämlich schon erstmal. Sinnvoll, was ich hier mache? Muss ich jetzt einfach nur drei dieser Viecher besiegen, oder? Ich weiß es nicht. Aua. Komm, du Fußpinata, verreck. Ja, okay. Also ich muss jetzt einfach nur die Scheiße aus denen rausprügeln. Da, das ist wieder dieser Sound, ne, von diesen Sirenen. Und der scheint ja die Kreaturen, also der hat ja einmal den Pyramid Head ja einmal irgendwo hingerufen. Happened. Hier ist Wiese auf dem Boden. Ach, wir sind im Auslaufbereich der Klinik. Ja, Tatsache. Da, wo die Patienten raus dürfen. Okay. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Ja, es hat so eine gewisse Dream-Logic, ne? Weshalb das ja auch meiner tatsächlich auch ganz gut passt.
vermuten, dass das alles so, so wie ich das verstanden habe, halt recht metaphorisch angedacht ist. Da haben wir noch Shotgun-Muni. Ja, wie gesagt, ich möchte die Muni einfach, also keine Ahnung, ich könnte wahrscheinlich sagen, viele so, ach, du hättest auch auf die ballern können. Und ich habe wahrscheinlich auch mehr als genug Muni, aber wie gesagt, ich verschwende halt nicht gerne Ressourcen, die ich höchstwahrscheinlich noch brauchen kann. Weil kann ja sein, es werden viel krassere Viecher kommen. Ich meine, jetzt muss ich ja nur. Jetzt muss ich den ja nur stumpf auf die Fresse hauen. Das hat ja schon gereicht. Ich möchte eigentlich nicht hier weg. Ich wollte nur gucken, ob die Tür offen ist. Ich bleibe erstmal hier in der ersten Etage, weil wir haben jetzt noch nicht alles erkundet. Dann machen wir das doch erstmal. Auch wenn sie überhaupt nicht nett aussieht. Okay. Ja, komm her, Bitch. Schau dir auf die Fresse. Ich habe gerade Betten mit Füßen getötet. Und noch ein paar deiner Kolleginnen. Klopp und klopp. Klopp. Klopp und klopp. Und nochmal klopp und noch. Okay. Oh, what's this? Oh. Das klang, als hätte jemand oder etwas eine Scheibe zerdeppert. Ach, da hinten die Tür C4 habe ich gar nicht ausprobiert. Dann gehe ich mal kurz wieder zurück. War die das? Ja. Der Vollständigkeit halber. Nur mal kurz reingucken. Also, genau, hier geht es jetzt weiter. Da hinten scheint auch alles zu sein. Ja gut, dann gucken wir jetzt erstmal hier links von uns. Es soll ja ein Badezimmer oder so sein. Okay. Müssen wir auch nicht rein. Sehr schön. Ah, scheiße. Yeah, stuff. Yeah, health drink. Das war's, ne? Genau, es sind noch Restrooms, der Day Room. Aber hier oben waren wir ja nicht, Doctor's Lounge und sowas. Lounge, das ist doch die erste Etage, ne? Also hier waren wir doch schon überall. Komisch, dass es nicht mehr markiert ist. It's broken. Also broken. Also broken. Ach, alle sind zu. Ja, das ist ja doof. Ah, dann bedeutet es wahrscheinlich was wegen dem. Also ich kann den Elevator ja benutzen, genau. Und vielleicht die zerbrochene Scheibe? Hat die eine Bedeutung? Hat das eine Bewandtnis oder war es nur so ein Soundeffekt? Ich gehe hier nochmal kurz. Ah, da kann man speichern. Da hinten ist wie so eine Art Ventilator oder sowas. Okay, dann speichern wir doch mal eben. Ach, das fühlt sich toll an. Das fühlt sich toll an, wenn man seinen Progress schon mal safe hat. Sehr schön. Huch, sah kurz aus, als wäre ich woanders.
wie die Kamera so durch die Wand glitscht. Die bin ich doch richtig, ne? Genau, und links von mir ist der Elevator. Ja, benutzen wir ihn doch, dann gehen wir mal wieder in die zweite Etage, ne? Aufzug, Musik. Oh nee, Alter, das muss doch jetzt echt nicht sein. Ah, da kommt direkt noch einer. Okay, warte, ich mach die eben fertig. Direkt bei ihm auf einmal. Na, bleib schön liegen, Kleiner. Ich hab dich genau da, wo ich dich haben will. Ich sag ja, wenn man einmal in so einer guten Position ist, ne, dann reicht das schon. Da muss man eigentlich nur stupide draufkloppen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist denn jetzt hier nichts mehr gekennzeichnet? Muss ich jetzt nochmal durch das ganze scheiß Krankenhaus oder wie? Oder war ich hier links noch nicht? Doch, hier war ich doch überall schon. Oder ist das jetzt dieser Übergang wie in dem Film auch, wo sie dann diesen, ich sag mal, diese Zwischendimensionsübergang haben, wo alles so verrostet und blutig ist und irgendwie so ein bisschen anders aussieht. Der Witz ist nur, und das habe ich beim Film nämlich auch schon gehabt, beim Film haben sie ja so eine offensichtliche Transition, ne, mit so einem 360-Camera-Shot und sowas, ne, und dann siehst du halt, wie alles so langsam zerfällt und das hat dann diesen coolen Effekt. Ich trinke mal kurz was. Das hat dann diesen coolen Effekt und so, ne, das war auch beim ersten Mal ziemlich beeindruckend. Und so. Und ja, aber das sollte das das jetzt sein, diese weirde Kamerafahrt, die sonst wo lang geführt hat? Ich meine, das sah eigentlich, diese komische verrostete Kamerafahrt, die wir hatten mit diesen Gittern, das sah eigentlich aus wie jemand, der in so einem Patientenbett durch den Flur geschoben wird, ne? Wie so ein Motiv, was es ja oft in so psychiatrische Anstaltfilmen und Horrorfilmen gibt. Und was ebenfalls, wie Silent Hill generell, was sehr stark von diesem Film influenced ist, wie der Jacob's Ladder Referenz rüberkommt. Also Jacob's Ladder, wer es nicht kennt, das ist der Film, auf dem viele dieser Höhlendimensionen, so einen psychologischen Horror-Elemente und Bilder und sowas basieren, die sie sich für Silent Hill ausgedacht haben. Also sie haben den Film gesehen und dachten sich dann so, ah cool, was voll okay ist, ne? Das soll jetzt nicht negativ klingen, sondern das macht ja jeder. Ja, alles basiert auf irgendwas anderem, aber das ist auf jeden Fall die Inspiration halt gewesen für Silent Hill. Ich trinke mal kurz. Orangen-Mangosaft. Sehr empfehlenswert. Sehr weich im Abgang. naja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich sollte diese weirde Kamerafahrt und dieser plötzliche Ortswechsel, wo wir in diesem Garten gelandet sind, sollte jetzt wahrscheinlich der Übergang in diese verrostete, komische, noch schlimmere Silent Hill-Dimension sein. Aber genau wie im Film. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Also im Film gibt es diesen krassen, offensichtlichen Übergang. Ich pegel mich mal kurz wieder ein bisschen runter. Ich glaube, ich bin zu oft im roten Bereich, sehe ich hier gerade. Ich möchte nicht die ganze Zeit, dass ich irgendwie übersteuert bin, konstant oder so. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass, genau, da gab es diesen Übergang und dadurch war es halt auch offensichtlich, dass sich was verändert hat. Hier, wenn das jetzt der Übergang gerade sein sollte, ist er nicht offensichtlich genug, weil sich die beschissen aussehende, verfallene Stadt Silent Hill schon wie eine Limbo-artige Höllendimension anfühlt und aussieht wie eine. Das heißt, der Unterschied ist jetzt eigentlich eher marginal. Also um ehrlich zu sein, wenn ich den Film jetzt nicht gesehen hätte, wo sie das so gezeigt haben,
dann würde ich jetzt gerade eben nicht versuchen, das zu verstehen, sondern würde einfach nur denken, ja, warum laufe ich jetzt nochmal hier durch? Aber ich glaube, und wie gesagt, nur weil der Film einem das so gezeigt hat, nicht das Spiel selber, dass das jetzt eine andere Version hier sein soll von Silent Hill. Jedenfalls, so wie ich das verstehe, ne? Ganz ehrlich, es sieht doch gar nicht so anders aus als vorhin. Aber laut Karte sind das hier Orte, an denen ich eigentlich schon war. Wo guckt ihr denn hin? Okay, er guckt irgendwo hier rüber. Ah, da. So, Shotgun-Muni. Ja, gleich können wir mal die Knarre benutzen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel Muni. Oh. Ach, wobei, Quatsch, für die verschwende ich das jetzt immer noch nicht. Habe ich den nicht richtig verkloppt? Ich bin eigentlich immer recht penibel, was das angeht. Scheinbar habe ich das jetzt nicht ordentlich genug gemacht. So. Ach so funktioniert das, ne? Wenn die dann. Das ist mir ja noch nie passiert, weil ich die bisher immer sehr penibel denen die Fresse eingehauen habe. Dass, wenn die dann down sind. Und dieser Störeffekt aufhört und ich dann weggehe und in den Raum zurückkomme, dann stehen die wieder auf, okay. Naja, wie gesagt, dazu lasse ich es normalerweise eh nicht kommen. Okay, it's broken. Ah. Ist noch Muni. Nee, aber für diese simplen Feinde, was ist das denn? Ist das ein Bild? Für diese simplen Feinde wie diese Nurses, da bleibe ich bei dem Metallrohr. There's a piece of paper on the bed. I was locked up inside the basement's basement. It was so small and dark and I was so afraid. I dropped my precious ring, but it will never ever go back there. The basement's basement. Soll das die Hölle sein? I got the dry cell battery. I got the basement storeroom key. Part of a wallpaper is torn. I can see something drawn on the wall beneath. Are those hands searching for something? Or are they just a sign of pain? Das ist eine gute Frage. Gut, dass ich immer öfter drücke. Das kann ich auch nur empfehlen bei solchen Adventure-Spielen, immer öfter drücken, weil jetzt hätte ich sonst nicht gesehen, dass da zwei Gegenstände in dem Loch sind. Oder hätte ich einfach nicht gedacht, weil warum sollte man sowas machen? Tja, weil man Silent Hill ist und die Leute unnötig verwirren möchte, scheinbar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mal wieder in ein Außenareal komme und sowas. Ich dachte, dass das Dach schon mal safe wäre, dann wäre ich da runtergeschubst. Dann dachte ich, dass ich endlich hier raus wäre im Garten, dass der Garten nur irgendwie so ein Quadratmeter groß. Das ist doch echt doof. Ich möchte wieder raus. Ah, so, das ist ein so angenehmes Geräusch ausnahmsweise. Wenn da steht so, ja, kannst du nicht aufmachen, die Tür. Pech gehabt, dann bin ich so, ja, Glück gehabt, meinst du wohl eher. Ich bin so froh, dass ich hier nirgendwo rein muss. Ah, sehr schön. Sehr gut. Geil, es gibt eh nur einen Weg. Wie gesagt, die Licht- und Schatteneffekte sind richtig super, ne? Die kann ich echt nur loben. Und die Kameraperspektiven oft auch. Die finde ich auch super. Dayroom, genau. Auf der anderen Seite raus, ne? Okay. Also hoffentlich. There's something that looks like a refrigerator. Will you open it? Ja, claro. Warum sollte man zu irgendwas davon Nein sagen? Auch wenn was Schlimmes passiert. Und sowas, ne? Jetzt kann ich bestimmt aufsterben mit irgendwas, oder? It's no good, the door is too heavy to open by myself. Ja, wie gesagt, ne, eine Stange oder sowas. Kann ich hier die. Ja, die Waffe kann ich nicht benutzen, ne?
gutted in the hospital room, just an ordinary dry cell battery. It looks like it's the same type of battery as the flashlight. Okay. A basement storeroom key, it was inside the wall with its strange painting. It's the key to the hospital basement storeroom. Okay. Kann ich das Messer benutzen, um was aufzuheben? Ne. Ich kann leider hier diese Stange, die ich habe, nicht benutzen. Das wäre eigentlich sinnvoll, diese Pipe oder so, um das dann aufzuhebeln oder so. Soll ich noch einen Health Drink? Ja, komm, einen Health Drink nehme ich noch. So. Zur Sicherheit. Ist kein sehr eindeutiges Health-System, muss ich echt sagen. Also man kann nicht wirklich gut erkennen, wenn man jetzt so wirklich kurz vorm Tod ist, außer wenn es halt so rot blinkt und leuchtet halt, ne? Also hier soll doch irgendwo eine Tür sein, ne? Aber die Türen sehen halt alle so aus, als wären die so in Watte gepackt. Da, laut Karte! Müsste hier eine Tür sein. Jetzt alles keine Türen hier, ne? Das ist einfach nur Wände. Okay. Can't open it by myself. Ja, wie gesagt, dann brauchen wir ein Werkzeug oder sowas, ne? Ist jetzt die Frage, ob ich das jetzt schon direkt brauche. Ich meine, ich kann nicht durch die Türen raus, scheinbar. Und hier links in der Etage ist nix. Ja, müssen wir eine Etage höher, ne? Ja, ja gut, okay. Und wen haben wir in der anderen Dimension zurückgelassen? Und wer pennt jetzt gerade schön, während wir hier diesen ganzen Scheiß machen müssen? Genau, Maria. Und wo ist das Mädchen? Genau, auch weg. Wer ist wieder einsam, allein, isoliert und in der weirden Höllenwelt? Wir, wer sonst? Boah, ey. Fickt euch! Wir hauen einfach mal ordentlich drauf, ne? Komm ein bisschen näher, damit ich das sehen kann, Bitch. Boah, da bin ich schön unten, Bitch. Komm. Ich weiß, du arbeitest nur hier und du wirst nicht besonders gut bezahlt als Ärztin, aber... als Krankenschwester meine ich, aber... man kann auch übertreiben. Man muss nicht künstlich noch mehr Patienten schaffen, meine Süße, also... So, jetzt gehen wir nochmal auf Nummer sicher. Die sind beide down. Ich muss halt ehrlich sagen, durch dieses stupide Kampfsystem sind die Feinde auch nicht besonders gruselig. Also ich weiß, dass das der Effekt eigentlich sein soll von dem Spiel wahrscheinlich, dass gerade weil man so wenig kann und das Kämpfen so elends lange dauert und sowas und man so hilflos ist, dass es dadurch spannend wäre. Ich finde aber, dass das an dem Effekt vorbeigeht. Weil... oh. Interessantes Bild. There's a painting of a woman on the door. Oddly enough, the hand part of a painting is actually 3D and sticks out. Das ist mir auch aufgefallen gerade. Wahrscheinlich muss man die Arme irgendwie in eine andere Position bringen oder sowas, nehme ich mal an. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist halt, ne, durch dieses stupide Kampfsystem, wo man einfach wirklich nichts machen kann, außer halt stumpf draufkloppen. Das nimmt auch so ein bisschen den Grusel, ne, weil man die Viecher halt alle einfach so zerkloppen kann und man hat halt wenig Möglichkeiten, ne, also die treffen einen nur, weil man halt nicht, keine Ahnung, ich drück so schnell ich kann die Taste und zwischendurch können die ja natürlich trotzdem grabben. Ja gut, hier sind ja alles diese Räume wieder. Ich meine, ich bin halt jemand, ich finde mich dann schnell damit ab zu sagen, ja, okay, mehr kann ich nicht machen, aber ich kann wenigstens versuchen, den die Fraser einzuhauen.
Also mache ich es dann auch halt, ne? Eine andere Möglichkeit gibt's ja nicht. Ich meine, wegrennen bringt nichts. Gerade hier, also draußen bringt's ja was, ne? Eine Ampulle, ah. Draußen bringt's ja was, möchte ich euch eben erklären, ne? Wenn man draußen rumrennt, da kannst du auch oft an den Feinden einfach vorbeirennen. Aber hier in diesen engen Fluren, du kannst eh nichts machen, außer auf die draufkloppen. Also, es macht gar keinen Sinn abzuhauen oder sich zu verstecken oder so. Das zieht alles nur unnötig in die Länge. There's a scrap of paper on the ground. Just some doodle, huh? Something's written on it. She's an angel, no one knows, only I can see the lady of the door. They cannot walk along her bridge of thread, they fall from the weight of her crimes. Like bloated, ugly corpses, their sins she devours them. She devours them, sin and sinner alike, she saves me, she is an angel. Okay, also sie wiegt scheinbar irgendwas ab zum Thema Verbrechen, ne, Crimes, und sie saved jemanden. Das hat bestimmt eine Bedeutung. Wahrscheinlich müssen wir zwei verschiedene Dinge ihr in die Hand drücken, in die Hände geben oder sowas. Wie sieht meine Gesundheit aus? Ja, ein bisschen was kann ich noch einstecken. Ein bisschen was kann ich noch einstecken. Ich versuche einfach nur nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umzugehen, das alles. Jupp, lässt sich auch nicht öffnen und lässt sich auch nicht öffnen. Wäre dann wieder in eine andere Richtung. Oh, tschüss. Okay, das interessiert ihn jetzt scheinbar nicht. Das Bild sah nämlich auch cool aus. Genau, hier ist noch die Showerroom-Tür, aber die öffnet sich auch nicht. Bedeutet dieses Bild irgendwas? Leider nein. Ich höre ein komisches Atmen. There are empty medicine bottles here. Is this what Maria was taking? Is water? Is Maria sick now too? Ach, das ist der Raum, wo ich sie zurückgelassen habe. Ist das das? S3? Ja, okay, in einer anderen Dimension. Habe ich sie da liegen lassen. Aber vielleicht ist es auch gar keine andere Dimension. Vielleicht ist es einfach eine andere Zeit. Vielleicht haben wir irgendwie ganz viel Zeit verpennt oder so? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, das ist eine andere Dimension. Das andere ist, macht zu wenig Sinn. Ich meine, wir sind Silent Hill, was macht hier eh schon Sinn? Ich glaube, es ist ihr Atmen. Das ist zwar jetzt, das klingt ja jetzt natürlich so pseudo-gruselig, aber ich glaube, es ist sie, die gerade pennt. Vielleicht sind wir in ihrem Traum. Maria's not here. Where could she have gone? Ich glaube, sie ist immer noch da, nur nicht in dieser Dimension. Und wir hören sie halt, das klingt natürlich dann gruselig und weird. Wir haben doch vorhin irgendwas aufgesammelt. Genau. Eine Ampulle. Restores energy by relieving pain. Effects are powerful. Okay, jetzt haben wir einmal Fairly Milder Effekt, ne? Also so, gibt relativ viel Leben. Ich benutze jetzt doch mal wieder eins, so. Das Geflirre nervt mich. Hier haben wir moderaten Effekt, ein moderates Leben, also mittelmäßig viel. Und hier haben wir powerful, also wenn man gar nicht, wenn man null Leben hat, kann man wahrscheinlich damit einmal sich komplett auffüllen. Aber das werden wir uns dann wirklich aufsparen, wenn wir die anderen aufgebraucht haben. Die Ampulle. Die werden wir jetzt nicht auf gar keinen Fall benutzen. Okay. Ja, wobei in ihrem Traum sind wir wahrscheinlich auch nicht. Das wäre nämlich eine viel zu interessante Idee für das, was das Spiel bisher gemacht hat. Und ich traue denen das halt einfach nicht zu, die Idee. Aber ich glaube wirklich, sie ist halt in einer anderen Dimension halt. Und, huch. Wäre nicht auch eine Tür? Restroom, Dayroom. Okay, da können wir nicht rein. Sie ist einfach in einer anderen Dimension und wir hören hier halt ihr Echo noch. Was natürlich dann wie so ein Monster klingt, ist ja klar.
Ja, wie gesagt, ne, ich hau euch auf die scheiß Fresse, ihr blöden Viecher. Und wenn es den ganzen Tag dauert, ne, ich hau euch einfach kaputt, sorry. Jetzt mach doch mal hin, wo bleibt sie denn? Wo ist sie denn? Ja, wenn sie nicht kommt, schaue ich mich hier weiter um. Ach, die Tür da um die Ecke habe ich noch nicht ausprobiert, die zum Treppenhaus führt. Ich wette nicht, dass wir es benutzen können. Ja, was denn jetzt? Willst du mich angreifen oder nicht? Entscheide dich mal. So. Ah! Ach, ich kann doch ins Treppenhaus. Und ein Speicherpunkt ist hier auch noch. Hier ein Speicherblatt. Nee. Ich speichere gleich. Ich hau erstmal hier dem Mädel auf die Fresse. Die gibt mir nämlich mega auf den Sack. Und schau mich erstmal hier um. So, komm her, hier bin ich. Komm her, trau dich. Geht doch. Jetzt gehe ich wieder durch eine dieser schwer zu erkennenden Türen. Oh yeah. Nice, nice. Auch nice. Aber im nächsten schweren Feind werde ich definitiv mehr auf die Knarre setzen, aber bei diesen Standardviechern, ne, also. Einfach die Hucke voll, ne? Also wofür sollen wir uns fürchten? Also weiter geht's, weiter geht's. Also hier links müsste der Aufzug dann sein oder sowas. Pressing buttons, but it doesn't move. Genau. Das hatte ich mir schon gedacht. Kommen wir jetzt auch nicht vorbei und hier links ist keine Tür. Achso, auf jeden Fall keine, durch die wir durch können. Okay. Ja, genau. Dann gehen wir doch mal wieder ins Treppenhaus und gehen da mal weiter. Boah, ich hoffe, wir schaffen es noch hier durchzukommen, weil ich will einfach nicht mehr in diesem Scheiß. Also das Apartmentgebäude war schon schlimm. Achso, falsche Tür natürlich. Natürlich. Oh Gott, der ist so schlecht, dass er schon wieder geil ist. Moment mal, welche war nochmal die Tür? Ich glaube hier, ne? Achso, ja, hier in der Ecke. So, erstmal speichern. Fühlt man sich schon mal besser. Fühlt man schon mal safer, weil wir wissen, dass wir diesen ganzen Scheiß hier nicht nochmal machen müssen. Wahrscheinlich nie wieder, weil ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel irgendwann nochmal spielen möchte. Mal schauen, mal schauen. Wer weiß, vielleicht wird es ja noch ein bisschen interessanter. Bisher finde ich es halt so ein bisschen semi-interessant. Also ich möchte schon irgendwie wissen, worauf das Ganze hinausläuft, aber ich bin jetzt auch nicht mega hooked. Basement haben wir doch gelesen, ne? Also jetzt gehen wir dann noch eins tiefer. Wesentlich so mega hooked, also ich bin aber schon interessiert, sagen wir es so.
Lässt sich auch nicht öffnen. Oh, es geht noch tiefer. Was war das denn jetzt? Das ist jetzt ein neues Geräusch, das kenne ich noch nicht. Ah, hier, Basement Key. Jetzt machen wir uns mal ready. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Was sind das da? Blutige Handabdrücke? Ja, die haben wir ja schon zuhauf gesehen in diesem Spiel. Wer ist der Shelf hier? Wer Red Handprints on the Shelf? Move the Shelf? Ja, claro. Ich finde interessant, dass er daraus Schlüsse zieht. Ne? Er sieht ja so blutige Handabdrücke, die könnten von jemandem sein, der hier in diesen Raum reingehumpelt ist, weil ihm was Schlimmes passiert ist. Und er ist so, das muss bedeuten, dass er dieses Regal rumgeschoben hat. Logisch. Ja, das ist wahrscheinlich der Basement's Basement, ne? Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Sie hat egal. I'm glad you're alive. Anyway, what do you mean anyway? What? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? Hä? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? Ich weiß es nicht, das traue ich ihm zu. Stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Ja, und dann sind wir verarscht. She ran away. We've got to find her. You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Ja, wie gesagt, ich glaube, die beiden sind eine Repräsentation seiner Frau. Warte mal. Was ist jetzt passiert? Sie kam jetzt aus diesem Loch hier raus? Oder wie? Ach, guck mal, hier liegt ja noch was, ne? Gut, dass ich nicht weitergegangen bin. I got the copper ring. Ist das nicht der Ring, den so irgendjemand verloren hat? I found in the basement of a hospital. It's engraved with a picture of a spider. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Genau, das haben wir ja gelesen. Ich habe meinen Ring verloren, aber ich gehe nicht wieder zurück, um ihn zu holen. Kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja, aber sie hat schon... Also einerseits hat sie recht und ich finde es auch interessant, dass sie bisher die emotionalste und nachvollziehbarste Person in diesem Spiel ist. Diese Frau, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie wäre nur dafür da, um so die verruchte Seite seiner Frau zu sein, wie gesagt. Ne? So habe ich das ja interpretiert am Anfang. Und ich glaube, das soll sie auch so ein bisschen sein, aber... Wie gesagt, die ist halt eine Repräsentation dessen, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Und, ja, andererseits, ne, sie wollte doch pennen und sich ausruhen. Sorry, also. Und wie gesagt, wenn sie dann in Klammern nur, ich mache gerade Anführungszeichen mit meinem Finger, eine Repräsentation der Frau ist oder sowas, ne, dann macht das sogar Sinn, dass wir sie quasi in der einen Dimension, nenne ich es jetzt immer noch, wie gesagt, ich bin immer noch nicht sicher, ob es wirklich passiert ist, aber ich interpretiere das noch so, dass sie in dieser einen Welt, wo wir waren, gepennt hat und wir sie jetzt hier in der anderen Welt gehört hatten, wie sie schläft, daran glaube ich immer noch, aber es macht Sinn, wenn sie nur eine Repräsentation ist oder ein Figment of his Imagination, wie man so schön sagt, dann macht das sogar Sinn, weil, wie heißt, ja, dass sie jetzt auch hier ist gleichzeitig, ne? Also ich kann mir das immer noch vorstellen mit der Dimensionserklärung.
Was schreit denn hier so? Ist das eine Mörderratte oder was ist hier los? Was soll dieser blöde Sound? Na egal, gehen wir weiter. Oh, ich freue mich so, dass sie wieder da ist. Einerseits muss ich sie dann mehr beschützen, also im Sinne von, ich muss dann noch mehr Viecher bekämpfen. Weil ich nämlich sicher bin, ob sie auch so gut wegrennen kann wie ich vor den Viechern. Andererseits fühle ich mich aber trotzdem einfach besser, dass jemand anderes da ist. Und so, also. Ist einfach so. Okay, guck mal, hier sind schon mal zwei Etagen, die wir komplett ausklammern können. Finde ich super. Ich will nur noch hier raus. Genau, hier war ich schon überall. Hier ist wieder der Speicherpunkt. Ich speichere jetzt einfach nochmal. Sicherheitshalber. So. So, hier oben waren wir noch nicht. Geht's überhaupt weiter? Nee. Ist ein bisschen komisch, dass die Kamera hier so durch die Wände geht. Ich weiß nicht, ob das die Intention sein soll. Soll das so sein, dass man da so quasi durchgucken kann wie so ein Querschnitt? Also. Oh. Can't open it. Ach, dann kann ich nur in diese eine Etage rein, so oder so. Ja, das ist ja, ein bisschen schade. Was rede ich denn da? Wieso schade? Ist doch super. Nee, im anderen Spiel wäre es schade, aber hier ist es eigentlich ganz geil. Das heißt, wir müssen hier einfach nicht lang. Ja, guck mal, hier habe ich schon alles verprügelt, nur für dich, Süße. So, also. In dem Storeroom, da waren wir schon. Ach, ich kann das nicht alleine. Can't open the refrigerator on my own. Das heißt, sie kann uns jetzt helfen, den Kühlschrank zu öffnen. Ja dann, ab zum Aufzug. Der war in der ersten Etage? Fragezeichen? Ich glaube ja. Oh. Oh, unser Radio. Ich glaube ja. Scott
Der erste auf jeden. Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye-bye! What was that? Das ist eine sehr gute Frage. Nee, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich weiß alle Lösungen. Ich bin mir bei einer Sache nicht ganz sicher, da gucke ich eben kurz in die Karte. Nämlich der Amusement Park, ich glaube, der hieß Lakeview. Amusement Park meine ich. Lakeside Amusement Park, genau, da oben ist er ja. Die eine Straße, die rausführt, die eine Straße, die da runterführt unten am Rosewater Park, ist der Nathan Avenue auf jeden Fall, genau. Weil die anderen beiden Straßen, die er gesagt hat, ne, die gibt's ja auch gar nicht, wie man sieht. Und das eine war Walter Sullivan, der Axtmörder, das habe ich mir so schon, die letzten beiden Fragen habe ich mir so schon gemerkt tatsächlich. Nur bei dem Amusement Park war ich mir jetzt unsicher. So. Ja, cool, das ist eigentlich pretty easy. Okay, es war nicht die erste Etage mit dem Refrigerator. Okay, dann fahren wir mal weiter. Ich kann eigentlich direkt zur dritten Etage gehen, meinen, in Klammern, Preis abholen. Ja, machen wir das doch. Wenn das schon angeboten wird, ne, also. In den Storeroom sollte ich, ne? Genau, der ist da hinten. Ja, dann los. Jetzt weiß ich die Reihenfolge doch nicht mehr. Na, dann sollte ich mir das jetzt auch noch merken. Oder habe ich mir das jetzt irgendwo aufgeschrieben? Oh nee. Muss ich mir jetzt gemerkt haben, welche Frage wann war? Also welche, an welcher Reihenfolge die Antworten sein mussten? Oh, das ist doch scheiße. Oh Gott, vielleicht weiß ich es noch. Wie heißt der Amusement Park? Lakeside war, glaube ich, das dritte. Ich habe ja gespeichert, ne? Also, wobei ich speichere lieber vorher nochmal. Jetzt habe ich Angst, das Falsche zu drücken. Cool, da ist nämlich ein Speicherpunkt direkt um die Ecke. Weißt du, den nutzen wir jetzt mal eben. Wo ist Maria? Ah, da, okay. Ah, schon wieder die falsche Tür. Ich merke mir immer die falsche Tür. Kannst du bitte aus dem Weg gehen, Süße? Ich mag dich sehr, aber... Steh bitte nicht einmal im Weg rum. Das machen nämlich die schlimmsten NPCs, die mit einem mitlaufen müssen. So. Ich speichere mir nochmal, weil ich glaube, ich habe es mir nur sehr grob gemerkt halt, ne? Also,
Ich gehe jetzt wirklich nach Gedächtnis, welche Antwort jetzt auf welchem Button ist, weil die Antwort selber weiß ich. Die sind gar nicht so schwer. Aber dass man sich das alles. Oh, sorry, tut mir leid. Dass man sich das alles jetzt so merken soll in der kurzen Zeit, ey, Manometer. Also, das erste war, glaube ich, 3. Das zweite war, oh, scheiße. Das letzte war, welche Straße führt raus? Nathan Avenue. Und das war, glaube ich, wer war der Mörder? Walter Sullivan war die 1. Oh yeah. Oh, wie gut. Boah. Boah, gut. Okay. Im Sinne von dafür, dass man so eine krasse Belohnung kriegt für diese Fragen. Finde ich sogar gar nicht mal so schlecht, dass es so kompliziert ist, dass man sich das auch alles so merken muss und dass man da auch wirklich gut drin sein muss. Da muss ich sagen, ja, das ist schon ganz gut. Also für so eine krasse Belohnung hat sich das jetzt dann doch ziemlich gelohnt. Ja, geile Scheiße. Hier ist jetzt auch nicht der Refrigerator. Wo war der denn nochmal? Kann ich das hier sehen? Ach ja, da. Zweite Etage. Boah. Ist mir gar nicht eingefallen, dass ich ja über auf die Map gucken kann. So, jetzt speichere ich aber nochmal, damit ich mir diesen blöden Kram nicht nochmal merken muss. Nice. Ist natürlich ganz cool, dass sie einen nach so Lore-Dingern Sachen fragen, ne, um zu gucken, so, na, es hat das Spiel auch gut genug aufgepasst, ne, und sowas, ne. Und wie gesagt, als jemand, der jetzt nicht 100% überzeugt ist, aber das Spiel schon ganz gut findet, muss ich ehrlich sagen, es ist schon ziemlich interessant. Muss ich halt auch sagen, so, ja, es ist halt interessant genug, dass ich mir diese Infos tatsächlich gemerkt habe. Wie gesagt, ich bin so froh, dass es keine irgendwie plötzlichen Gegner gibt oder irgendwie Gegner, die man getötet hat, die dann einfach wieder respawnen oder irgendwie sowas. Da bin ich so froh, dass sie sich von solchen Sachen ferngehalten haben. Ja, den Rest haben wir schon erkundet. Höre ich sie? Ich höre sie. Ich kann mich übrigens auch schnell umdrehen, wenn ich L1 und 2 gleichzeitig drücke und das vergesse ich ständig. Hab's aber, um ehrlich zu sein, bisher auch nie gebraucht. So, Süßi, dann lass uns mal gemeinsam diesen Kühlschrank hier anstemmen. You can't open it. Yeah, Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Ich musste so sagen. Ich mag die. Ich finde die cool. Die ist ein cooler Charakter. Not very cute, is it? Here, James, you take it. Thanks. Elite Ring. There's nothing in the refrigerator anymore. A hideous smell is coming from inside. Ugh. Ekelhaft. Okay, warte mal wieder raus. Falsche Taste schon wieder. Man müsste mal meinen, dass Map irgendwie auf Start oder Select wäre, aber Map ist halt auf Dreieck, ne? Und das ist halt. Da komme ich schon manchmal ein bisschen durcheinander. Ring from the Refrigerator. It's ungrateful for disgusting bloated face. Und da ist ein Spider. Ich muss wahrscheinlich auf diese zwei in Klammern 3D-Hände an dieser einen Tür, muss ich bestimmt diese zwei Ringe draufpacken. Aber wahrscheinlich ist es wichtig, auf welche Hand, ne? She's an angel, no one knows, only I can see the lady of the door. Genau. They cannot walk along her bridge of fret, they fall from the weight of their crimes. Like bloated and ugly corpses, da haben wir den Ring, where sins she devours them, sin and sinner alike, she saves me, she is an angel.
Aber mit der Spinne war da jetzt nichts, ne? Oder jetzt nichts, was man jetzt sofort als Spinne identifizieren würde. Ja, cool, also ich muss ihr diesen gebloteten Ring scheinbar einen Finger stecken. Der andere Ring weiß ich nicht, ob der. Was mit dem dann ist. Okay, ist dann nicht auf dieser Etage. Mit der Tür, das muss dann woanders gewesen sein. Das war, glaube ich, keine Ahnung. Versuchen wir unser Glück in der ersten Etage. Nein. Gehen wir mal in die dritte. Meiner, es war neben so einem Elevator. Da. So, ich ziehe einfach mal den Ring an, ne? Ich kann das kombinieren. Warte mal, kann ich die beiden kombinieren? Das ist die Lösung, ne? I put the copper ring on the hand of a lady in the painting. I put the lead ring on the hand of a lady in the painting. Okay. Ja, nice. Oh, die Rätsel eigentlich ganz cool. Also natürlich auch ein bisschen hanebüchen, aber nicht schlecht. Also ich habe tatsächlich mit Schlimmerem gerechnet, als ich wusste, dass das so diese Art von Adventure-Spiel wird. What's this? There's a note on the ground inside of some kind of hard-to-read writing. I took the director's key, also das kann jemand nicht gut schreiben, one to the museum. I hid it behind the praying woman when I went out for the day trip. I picked it up, but I did not steal it. I'm not a criminal. Kannst du das bedeuten? Die Mu-Kri? Die falschen Buchstaben? Oder ist einfach nur ein Joke? Ist vielleicht nur ein Joke. Könnte aber auch sein, dass diese Buchstaben, dass die falschen Buchstaben tatsächlich was bedeuten. Huch. Ich kann mich selber nicht sehen. Wo bin ich? Oh. Ah, okay. Ja, okay. Also wir sind jetzt einfach in diesem Flur, in dem wir vorher noch nicht rein konnten. Die Perspektive ist komisch. Wo bin ich denn? Wieso kann ich mich denn nicht sehen? Ich habe das Gefühl, als ob die Kamera einfach falsch dran hängt. Das ist einfach irritierend halt. Ist hier noch mehr? Nein? Okay. Ist immer schön, wenn man in einen neuen Raum kommt oder einen neuen Flur und man hört nicht direkt irgendwelche Viecher. Und schon kommt ein Viecher-Sound. Oh! Oh, das ist ja der Pyramidenschädel-Dude. Oh Gott. Aber der kann doch nicht so schnell laufen, oder? Doch! Oh Gott. Wieso kann er plötzlich so schnell laufen? Der ist sonst immer so lahm. Aber es passt zu meiner These, dass er einem vielleicht tatsächlich gar nichts Schlimmes tun will. Oh, komm, Maria. Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 nein! 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 Nein, das wird völliger Ernst. Das finde ich gerade schlimm. Nein! Alter, lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, Maria! Okay, das ist jetzt mein völliger Ernst. Ich fand das jetzt wirklich schlimm. Nicht Maria. Oh Gott. Oh, das finde ich jetzt tatsächlich traurig. Ich bin gerade völlig überrascht, dass das Spiel mich hookt.
Gott. Oh, ich fühle mich gerade so schlecht. Dieser Wichser. Aber jetzt mal angenommen. Jetzt mal kurz angenommen. Achso, guck mal, sind wir scheinbar. Ah ne, egal. Jetzt mal kurz angenommen, dass meine These stimmt, ne? Dieses, dass der Pyramid Head uns in Wirklichkeit wohlgesonnen ist, also gar nichts Schlimmes von uns möchte, sozusagen, weil er vorher, weil jetzt haben wir gesehen, dass er rennen kann und so, ne, also ich muss ja ehrlich sagen, dass vorher ist er immer so da lang gekrochen, sag ich jetzt mal, so super lahm, aber jetzt kommt raus, guck mal, der konnte uns die ganze Zeit, hätte uns verfolgen und sofort umbringen können, wenn er wollte, aber scheinbar wollte er nicht, bei all den Begegnungen, die wir bisher hatten, scheinbar hat uns, also bisher hat uns ja eigentlich nie wirklich direkt irgendwie was getan oder so. Und dass er die Maria jetzt umgemacht hat, vielleicht ist das sogar, soll das sogar unterschwellig schon ein Zeichen sein. Also im Sinne von, vielleicht bedeutet das ja in diesem Fall, dass Maria nicht gut für uns war oder dass sie vielleicht noch dieser Teil von James ist in seinem Kopf, der von seiner Frau Mary nicht loslassen kann und dass er quasi uns diesen Teil jetzt nehmen wollte. Oder nimmt, um uns zu helfen. Weil, ne, wenn wir weiter dabei bleiben, dass alles, was hier passiert, sehr symbolisch ist und auch wirklich was bedeutet, dann würde das ja tatsächlich Sinn machen. Aber, wie gesagt, das ist alles von mir bisher nur Spekulationen von den Infos, die ich vorher so ein bisschen über das Spiel gehört habe. Und ähnlichem, also das denke ich mir nur so vage zusammen, sagen wir es so. Also, ob irgendwas davon stimmt, ich habe keine Ahnung, aber es könnte sein. Books about medicine, the town and the region are lined up here. Ich finde es schön, wie die Musik da so jetzt erstmal so ruhig und melodisch geblieben ist. There's an old book here about the history of Silent Hill. Kann ich es denn lesen? Ah, guck mal, da ist was. He who is not bold enough to be stared at from across the abyss is not bold enough to stare into it himself. Hm. Das ist so eine leichte Anlehnung an diesen einen berühmten Satz, der, glaube ich, von Nietzsche war, aber ich bin mir nicht sicher, dieses, wenn du zu lange in den Abgrund, wenn du in den Abgrund blickst, blickt er in dich zurück. The truth can only be learned by marching forward. Follow the map, there's a letter and a ranch. Huch, was passiert da? Da blinkt irgendwas. Letter und Wrench soll da sein, okay. Wie ist das jetzt, diese komische Animation? Aha, jetzt habe ich also ein paar neue Orte. I copied them onto my map. I got the hospital lobby key. Die Kleine! Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt so darüber erschreckt habe, aber ich glaube, ich freue mich einfach nur, dass wenigstens eine halbwegs unschuldige Person noch lebt. So. Ich schaue mich noch eben hier in den restlichen Räumen um. Oh, was ist denn hier mit dem Boden los? Ich hoffe, der kann jetzt nicht irgendwie aufgehen und mich verschlingen oder so ein Kram. Ich wette, ich kann hier durch gar keine Tür mehr wetten. Ja, ich wette, das ist jetzt so das Endareal, was cool ist, weil dann können wir endlich aus diesem scheiß Krankenhaus raus. Aber das hat mich gerade getroffen, Manometer.
Tut mir leid, wenn ich ja vielleicht auch über einen emotionalen Moment für euch ein bisschen zu sehr, ich sag mal, drüber geredet habe. Aber es war für mich gerade wirklich, also ich war gerade wirklich ernsthaft schockiert. Also das hat mich jetzt gerade sehr viel mehr getroffen, als ich erwartet hätte. Also ich hatte irgendwie gehofft, dass man so vielleicht, keine Ahnung, auf den letzten Drücker sie noch retten kann oder sowas. Aber damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja, wie gesagt, er scheint uns ja vorher extra verschont zu haben und sie hat er uns jetzt genommen, ne? Also es macht irgendwie, wie gesagt, irgendwie macht das Sinn. Maria Stead, I couldn't protect her. Once again, I couldn't do anything to help. Guck mal, das passt, ne? Das passt zu seiner, ich nenne es jetzt mal Psychose oder seinem, oder sowas, ne? Laura has run off somewhere. Mary, what should I do? Are you really waiting somewhere for me? Or is this your way of taking? I'm going to find Mary. It's the only thing I have left to hope for. Ja, das meine ich halt, ne? Ob das vielleicht wirklich nur eine Repräsentation seiner, ich sag's, ich nenne es jetzt wie gesagt einfach mal Psychose ist, ne? Dieses, dass er, um loszulassen, jetzt diese Maria, dieses Abbild seiner Frau loswerden musste. Okay, also da oben ist die Historical Society, da könnten wir technisch gesehen hin über den Nathan Avenue und der Rosewater Park ist auch da. Und ups, falsch geblättert. Hier bin ich, genau. Aber wo war das andere? Da genau, Letter and Ranch ist da östlich von mir. Okay. Ich gehe jetzt erstmal die Straße hier weiter lang. Jetzt ist es ja wirklich stockenduster. Ja, dieser komische Sound kommt gerade irgendwo hinter mir, glaube ich. Ah, da. Fickt euch! Das meine ich, draußen kann ich einfach abhauen. Da können nämlich alle mal am Arsch. Gehen wir mal die Randall Street lang. Und dann gehen wir einfach links hoch. Zum Rosewater Park gehen wir jetzt einfach. Ich weiß gar nicht, warum er den jetzt speziell nochmal gekennzeichnet hat. Was machen wir jetzt einfach mal? Huch, bin ich schon zu weit? Nein, okay. Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Okay, auf irgendeinem Parkplatz. Ja, ja, ihr könnt mich alle. Könnt mich alle am Arsch lutschen. Ah, was haben wir denn da? Huch. Ach, da können wir nicht lang. Oh, scheiße. Okay, dann laufen wir einfach wieder zurück den ganzen Weg und dann da hoch. Das hätte so einfach sein können. Egal. Ich lasse alle links liegen. Die können mich alle. Ja, ja, schreit nur rum, ihr Idioten. Ihr kriegt mich eh nicht.
muss da mal sehr pragmatisch an die Sache rangehen. Weil sonst wäre mir das jetzt auch alles viel zu krass. So. Ihr seid wie gesagt auch immer sehr auf Effekt aus und sowas. Also jetzt nicht irgendwie wirklich subtil oder so. So, es ist halt wirklich darauf aus, einen hart zu schocken die gesamte Zeit und zu nerven und unter Druck zu setzen psychisch. Ich werde erst zu dem Park gehen und ich glaube mir diesen Wrench und also dieses Werkzeug und so besorgen. Das scheint der sinnvollste Weg zu sein. Und dann gehen wir einfach zu dem Historical Center danach. So, hier ist irgendwo der Weg gewesen. Genau, das ist der Weg mit der Treppe. What? Jetzt kann ich doch nicht da durch. Hä? Was soll das denn jetzt? Wo soll ich denn jetzt lang? Und dann nach South Vale, also da runter macht ja überhaupt keinen Sinn. Also muss ich durch die Soul Street, habe ich da jetzt einen Schlüssel für? Ja, wahrscheinlich habe ich einen Schlüssel für die Soul Street, das heißt ich muss jetzt wieder zurück. Na egal. Okay. Naja, wenigstens wird das Spiel dadurch nicht repetitiv, weil man dann nicht ständig dieselben Wege ablaufen muss. Wenigstens geht man leicht andere Wege. Ja. Versuch's doch, die Bitches. Selbst wenn, dann hau ich den halt mit einer Stange in die Fresse und lauf dann weiter, also. Das soll schon passieren. Man hat alles in der Hand, um sein Schicksal abzuwenden. Das ist schon mal ganz gut. Da fühlt man sich schon mal ein bisschen sicherer. Das ist ja Horror nicht ganz so schlimm. Diese Soundeffekte sind natürlich unerträglich. Das muss ich einfach sagen, also ich finde die so schlimm. Aber es hat auch die Sache, es hat mehr über so Soundeffekte, über so widerliche Soundeffekte und diese komischen, unnatürlichen Animationen. Als jetzt wirklich, genau, und dann die nächste rechts. Als jetzt wirklich nur Angst vor irgendwas. Okay, da lang. Ich orientiere mich immer so an den Gehwegen, dann weiß ich immer, wann die Kante kommt. Also die Kurve meine ich. Ja, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir haben überhaupt keine Angst vor irgendwas. Nee, alles gut. Ist überhaupt nicht super creepy und ekelhaft. Alter, ich habe Alien Isolation durchgespielt, schon irgendwie dreimal oder so, also da schaffe ich das ja auch. Bei Alien Isolation ist wirklich das beste Horrorspiel, was ich je gespielt habe. Auch weil es halt kein billiger Horror ist, sondern wirklich spannender Horror. Den Unterschied zwischen Spannung und Schock oder so habe ich ja schon mal erklärt. So. Jetzt irgendwo genau der Durchgang sein. Ja, nice. Da kommt schon wieder so ein ekelhafter Sound, ich könnte kotzen. Aber da vorne können wir speichern, das ist nämlich, glaube ich, der Wohnwagen von dem einen Dude. Und dann überlege ich mal, ob ich noch weiterspiele, weil langsam. Wird es mir ein bisschen matsch, muss ich zugeben. Oh Gott, was ist das? Ich glaube, ich bin immer noch in dieser komischen anderen Dimension da, kann das sein? Ah, okay. Ich bin immer noch in dieser anderen Dimension, deswegen ist hier auch. Ist auch plötzlich Nacht, ne? Ah, okay, da vorne ist der Wohnwagen.
direkt irgendwo vor mir da. Medikit, wo guckst du hin? Ah, da ist noch was. Das hebe ich schon mal auf. Ah, nice. I wait at Bar Neely's, genau. Ah, sehr schön. Oh. Als wäre man in so Licht getaucht. Sehr schön. Boah, ich muss echt sagen, ich fühle mich gerade richtig gebeutelt. Ich bin froh, wir haben das ganze Krankenhausding geschafft mit verschiedenen Dimensionen, mit einem Dimensionssprung, was weiß ich und so. Wir sind in der Story richtig weit gekommen am Stück, ne? Boah, ich bin jetzt schon fast 7 Stunden Spielzeit, also ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel offiziell dauern soll. Also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir noch lange zu tun haben. Also spätestens, wenn wir bei diesem Lakeview Hotel sind oder im Amusement Park weiter im Norden. Ich würde sagen, dass das so der dritte Akt ist, gefühlt. Also da, wo dann wir so in Richtung Ende kommen. Und das kommt bestimmt, nachdem wir bei diesem Historical Center waren, kann ich mir vorstellen. Also drücken wir mal die Daumen, dass wir es nicht mehr so lange ist. Ja, was Silent Hill angeht, bin ich jetzt erstmal durch. Ich brauche eine kurze Pause. Mir tun schon die Ohren weh von dem blöden Headset und diesen ekligen Sounds. Ich sitze hier auch mittlerweile recht ungemütlich, merke ich gerade, wenn man so angespannt ist. Ich brauche eine kurze Pause, ich muss was trinken, keine Ahnung. Mal kurz mich mit was Nettem ablenken, was nicht so düster und unangenehm ist. Und ja, mal schauen. Entweder komme ich gleich wieder, weil das habe ich jetzt schon öfter gehabt, dass ich dann plötzlich dachte, so, ach, eigentlich kann ich jetzt auch weitermachen. Also entweder komme ich gleich wieder, spätestens morgen oder übermorgen. Ich verspreche immer ungern irgendwas, also auch keine Termine oder sowas, weil es kann immer irgendwas dazwischen kommen oder man hat plötzlich keine Lust oder sowas, ne? Oder wir sterben alle an Corona, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, ja. Ja, also könnte sein, dass ich gleich weiterspiele oder ich spiele was anderes. Ich habe mir noch ein paar Spiele besorgt, die ich auch noch nicht gespielt habe, wo ich überlegt habe, die könnte ich auch mal streamen. Wie gesagt, das möchte ich jetzt mal wieder öfter machen. Aber für Silent Hill 2 ist jetzt erstmal, also, boah, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Also wir hören jetzt erstmal hier auf, mal gucken. Vielleicht bin ich gleich wieder da, mal schauen. Versprechen kann ich es nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es gefällt auch den Leuten, die sich später die Aufnahme angucken. Und so, und ja, genau, dann gruseln wir uns demnächst mal wieder gemeinsam. Da freue ich mich schon drauf. Oder später. Mal gucken. Wie gesagt, wird sich zeigen. Meine Nerven. Okay, tschüssi.